Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sirius und heute mit einem Battlefield 3 Video als erstes Video im Jahre 2012. Gespielt wurde heute, beziehungsweise wurde im Jahre 2011 ja noch, Eroberung auf der Map Kaspische Grenze. Für mich immer noch die schönste Map im Spiel und das muss ich heute vielleicht mal dabei sagen, das Ganze wurde jetzt gespielt auf der Xbox 360. Wenn ihr meinen Videos folgen solltet, dann habt ihr vielleicht auch das Video gesehen, wo ich frage, hey, wie bekomme ich den Heli runter und dann das TDM-Spiel, wo ich die Javelin freischalte. Und jetzt haben wir quasi das erste Video, nachdem ich die Javelin freigeschaltet hatte und das schauen wir uns heute mal an. 3, 2, 1, der Druck steigt. So, und jetzt wirklich absolut famos für mich. Ich starte hier auf einer Map und ein Heli steht da und ich schwöre, ich bin noch nie den Heli geflogen. Ich habe es mal in einer Koop-Mission probiert. Da hat mein Koop-Partner damals gesagt, ey, lass mal sofort tauschen. Und dann stand das Teil hier rum. Unten, ich habe auch niemanden einsteigen lassen, glaube ich. Das war sicherlich besser so, weil das Ganze konnte einfach nur zum Scheitern verurteilt sein, wenn ich in den Heli einsteige. Sei es drum, ich wollte das halt mal machen. Wir haben ja bisher vom Gameplay eigentlich bei mir immer diese Squad-Modis gesehen, wo ich Infantry-Only spiele. Und das war eben auch genau das, was mir eigentlich liegt. Und ich finde dafür, dass ich hier zum ersten Mal fliege, schlage ich mich hier noch relativ gut. Wobei ich immer schon leichte Probleme habe, wenn der Heli so in Seitlage kommt. Und jetzt sehen wir auch schon, huah, lieber mal aussteigen. Das mit dem Aussteigen ist aber eigentlich so ein Feature, was mir wirklich gut gefällt. Also ich finde es besser, dass man noch so eben fluchtartig den Heli oder den Jet oder was weiß ich auch verlassen kann und dann nicht sofort dabei drauf geht. Und wir sehen jetzt hier wieder ein Gameplay, was ich mal einfach als Objective bezeichnen möchte. Und da werden wir vielleicht auch zum Schluss, wenn ich euch mal hier meine KD drin lassen sollte, sehen, dass der allererste Spieler aus meinem Team einfach 0 Kills hat. Ja? So, jetzt habe ich hier wirklich zum allerersten Mal die Javelin im Anschlag. Panzer ist leider schon fort. Ich weiß mittlerweile auch, dass man die Helis eigentlich mit der Stinger runterholt oder mit der Javelin, wenn die vorher markiert wurden. Die Stinger habe ich auch aktuell im Repertoire schon drin. Ich habe aber hier gedacht, so, ich nehme mal die Javelin mit, sieht irgendwie cooler aus. Außerdem war mir das Teil ganz einfach aus Modern Warfare 3 bekannt. Und jetzt nehme ich hier erstmal diesen B-Spot im Wald ein. Generell schaut hier auch absolut gut aus, muss ich sagen. Ich habe ja neulich das Ganze nochmal auf dem PC mit der GTX 580 in den Ultra-Settings gespielt und so. Okay, da ist es nochmal ja, eine ganze Ecke steiler mit den Bäumen, mit der Beleuchtung, die Texturen und sowas, alles nochmal feiner. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, wenn ich mir das jetzt hier nochmal anschaue, sieht es für eine Konsole, die ja wirklich kaum Rechenleistung hat, irgendwie trotzdem immer noch top aus. Was mir, glaube ich, bei dem Gameplay hier dann aber nicht gelungen ist und was ich mir absolut für das Gameplay vorgenommen hatte, war, einen Panzer abzuknallen. Ja, also das war immer sowas, wo ich tierische Probleme hatte, beziehungsweise Panzer ging eigentlich, RPG raus, zweimal, dreimal draufgeschossen, dann war das Ding zumindest angeknackt. So, jetzt hatte ich hier gar nicht so großartig die Gelegenheit. Wir werden auch sehen, ich treffe auch wirklich, wirklich wenig Gegenwehr, wenn ich hier diese Punkte einnehme. Tankstelle brennt schon. Muss man vielleicht auch vorsichtiger sein. Aber was ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wusste, ja, wie man einfach mit der Javelin arbeitet. Da hätte ich vielleicht ein bisschen vorher Tricks gebraucht oder Tipps gebraucht. Mittlerweile geht's aber. Und wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, ich hoffe das mal, wenn es nicht so ist, dann schreibt das bitte in die Kommentare rein. Mit der Javelin muss man halt mit dem Pad, ja, also auf der Xbox, mit LT anversieren. Und sobald diese Markierung steht, müsst ihr das Teil mit RT abfeuern. Die günstigere Version oder die bessere Variante ist aber auf jeden Fall, wenn ihr vorher die Javelin, also euren Raketenwerfer, wieder in den Himmel richtet, nach der Zielerfassung und das Teil dann abschießt. Das bewirkt nämlich, dass die Javelin einfach hoch in die Luft steigt und dann runter von oben wieder, ja, also einfach in den Himmel rauf rast und dann von oben senkrecht auf den Panzer niedergeht. Ich habe das zunächst immer noch so gemacht, dass ich einfach mit der Javelin anvisiert habe und quasi straight gerade wie mit der RPG draufgeschossen habe. Das war dann eigentlich nicht so von Erfolg gekrönt. So, hier auch lustige Idee. Durch den Felsen kann man natürlich den Panzer nicht markieren. Sei es drum, wenn ich hier schon die ganze Zeit keinen Panzer treffe, kann ich ja hier immer noch ein paar Spots einnehmen. Ne, Spot war schon eingenommen, sehe ich gerade. Also weiterlaufen, immer noch Javelin im Anschlag und wo ist der nächste Panzer?
Ja, wenn ich jetzt sehe, wie ich da rumlaufe, dann sieht das eigentlich mehr wie Neujahrs-Gameplay aus. Oder noch leicht angetrunken von Silvester eier ich hier über die Map, suche hier fleißig mit der Javelin nach irgendeinem Panzer. Das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, ey, es muss doch ein Panzer kommen. So, erstmal Revolver raus, wie immer, wenn ein Panzer erscheint. Und da, das Ding anvisiert. Und jetzt habe ich gedacht, ey, wieso tut sich hier nichts? Und das ist eben, ja, ich kannte die Javelin jetzt ja nur aus Modern Warfare 3 und da ist es generell so, dass wenn er die anvisiert, das Teil einfach so, wiu, sofort da losgeht und, ja, einfache Show. So, jetzt versuche ich immer noch anzuvisieren, bleibt ein bisschen versteckt. So, jetzt haben wir erfasst und ich wusste gar nicht, was mache ich jetzt. Kann man sehen, super Sache, ich habe echt überhaupt nichts im Griff. Hat mich der M1 Abrams noch abgeknallt. Glücklicherweise wurde ich dann noch beim laufenden Gameplay darüber informiert, wie das Ganze so funktioniert. Scheiße, der Heli ist schon weg, steige ich halt mal selber im Panzer ein. Eigentlich wirklich unglaubliches Video heute, ja? Also ich laufe mit Javelin rum, ich war im Helikopter unterwegs und ich fahre auch noch Panzer. Ja? Also hätte ich jetzt noch einen Jet mit drin gehabt, hätte ich quasi alle Fahrzeuge benutzt, die ich sonst absolut nie benutze, weil ja, ich mich irgendwie als Fußsoldat irgendwie mehr ja so auf dem Schlachtfeld finde. Ja, also ich bin halt ein Ego-Shooter-Spieler und nicht ein Panzer-Shooter-Spieler, sage ich jetzt mal. Wobei es hier, also gerade auf dieser riesigen Map, ja eigentlich nur mit den Fahrzeugen geht und alles andere auch wirklich Schwachsinn werde. Ich habe den letzten Tagen ja ein paar Mal Battlefield 3 am PC gespielt, jetzt mit meinem neuen PC, was ich zuvor nicht mehr gemacht hatte. Und ja, da muss ich sagen, teilweise, also wenn ihr da hier so Kaspische Grenze und so geht, da geht's ja so dermaßen rund, ja. Guck mal, da fahre ich mit dem Panzer. Panzerführerschein habe ich auch nicht, sehe ich gerade. Da geht's ja so dermaßen rund, da habe ich dann immer versucht, ganz am Rand der Karte zu spawnen, weil bei allem anderen wäre ich sofort und immer tot gewesen, ja. Also PC geht's dann schon ordentlich zur Sache. Ich muss aber auch sagen, dass man aber selbst am PC auch kleinere Maps findet, beziehungsweise kleinere Runden findet, wo man ordentlich auch als Einsteiger spielen kann, so wie ich. Hat mir eigentlich gut gefallen, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen mit der Maus gespielt, Maus und Taste. Panzerfahren mit Maus und Taste geht super. Wenn ich aber so rumlaufe, also Infantry spiele, dann muss ich sagen, habe ich einfach ein besseres Movement noch mit dem Pad. Ja, also ich aim nicht so gut mit einem Pad wie mit einer Maus, aber so rumlaufen kann ich einfach mit dem Pad besser. Also wenn ihr mich mal bei Battlefield 3 am PC treffen solltet, könnt ihr euch eigentlich auch sicher sein, dass ich selbst da mit einem Pad rumrenne. Ja, sei es drum. So viel nochmal zu dem Thema No Luck, No Skill mit Maus und Tastatur. Ich mache mich aber jetzt hier fleißig mit dem Panzer auf dem Weg. Irgendwie große Gegenwehr habe ich ja hier anscheinend nicht zu erwarten. Und guck mal, ob ich nicht noch irgendwo einen Spot einnehmen kann. Oh, da war ein Panzer, oder? Festgefahren. Aussteigen. Aussteigen, Javelin raus. So. Fels nicht hochkommen. Wo ist der Panzer hin? So, jetzt kann mir mal einer verraten, wo der Panzer ist. Naja. Hier nicht, da nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Egal, gehe ich halt den Spot hier wieder einnehmen. Ja, gleiches Thema eigentlich wie bei Play Objective. Also immer schön hier Spots holen und so. Immer schön rumlaufen, in Bewegung bleiben. Immer gucken, dass die Punkte eingenommen werden und so. Und dann werden wir gleich noch was sehen. Also ich habe lange nicht Kaspische Grenze gespielt. Ich spiele eigentlich vom Gameplay lieber kleinere Karten, die irgendwie straighter und direkter sind, wo es halt immer häufig um die Ecke geht und so. Wir können aber hier sehen, da bin ich gerade noch Platz 2 in meinem Team. Noch keinen Kill gemacht, ja, aber genügend Fahnen eingenommen halt. Und, aber hier so von der Optik, finde ich, ist die Map eigentlich grandios, obwohl der Baum vor mir jetzt gerade ein bisschen arg im Boden wackelt, oder? So, jetzt werden wir auch gleich nochmal sehen, wie ich drauf gehe. Und da möchte ich dann nochmal an das Gegnerteam appellieren. Wenn ihr irgendwo einen komischen Typ seht, der sich Wasser anschaut, dann überlegt doch mal ganz kurz, hey, vielleicht nimmt er das für ein Video auf und vielleicht killen wir den nicht direkt. Da habe ich noch gedacht, Mann, sieht schon geil aus und so. Guckst du mal, Textur im Boden, unterfließendem Wasser, schieß mal so ins Wasser. Hab gedacht, was mache ich hier als nächstes? Und dann werde ich unfairerweise einfach, ja, schallgedämpft getötet, obwohl ich da in dem Moment wirklich friedlich unterwegs war. Nur im Auftrag der guten Grafik und der guten Textur. Ja, so langsam aber sicher
ändert sich auch so ein bisschen mein Gaming-Verhalten. Das bedeutet, ich spiele aktuell eigentlich mehr Battlefield 3, als wie ich Modern Warfare 3 spiele. Ich habe ja zunächst eigentlich, ja, absolut, das Teil brennt, steige ich mal nicht ein. Ich habe ja zunächst eigentlich viel, viel mehr Call of Duty gespielt, ganz einfach, weil ich COD schon seit Jahren, Jahren spiele und egal welcher Teil da rauskommt, ihr macht das Teil irgendwie an, ihr fühlt euch zu Hause, habt gar keine Probleme und huah. Jeep fahren kann er auch nicht, der Sirius, ist auch so ein Grund, warum ich nicht so viel Battlefield 3 bisher gespielt habe. Wieder ein Stein. Geil. Geil, oder? Rechtzeitig ausgestiegen, könnte man auch sagen. Auch eine gute Eigenschaft von mir. Naja, auf jeden Fall, mittlerweile finde ich mich auch immer besser bei Battlefield 3 zurecht, so dass das Gameplay da natürlich auch einfach mehr Spaß macht. Ich habe mir neulich mal aufgerufen, wer spielt das denn so? Und da haben mich verschiedene Leute geaddet. Ich habe noch verschiedene Leute vorzuadden. Ich habe noch verschiedene Freundesanfragen offen und so weiter und so fort. Aber ich habe in den letzten Tagen schon immer wieder mit einer Handvoll Leute einfach Battlefield gespielt. Und dann macht es einfach mehr Spaß, wenn ihr da in eurem Vierer-Squad oder was weiß ich rumrennt. Und so nach und nach läuft es halt einfach besser, so dass ich denke. Ich weiß es noch nicht so genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich eigentlich in Zukunft ja mehr Battlefield spielen werde als wie Call of Duty. Das Call of Duty-Thema ist so ein Teil, das tust du rein, da zockst du schnell, da geht's rund und so, immer eine gute Sache. Battlefield 3 ist aber stellenweise auch wirklich wunderbar unterhaltsam und wunderbar abwechslungsreich. Bei mir ist es eben so, wenn ich jetzt vielleicht mal so eine frustige Runde hatte, wo man nur mit den Helis und mit den Jets auf die Fresse bekommen hat, da kann man dann immer noch zu seinen Freunden sagen, ey, wollen wir nicht eine Runde irgendwie Squad Rush spielen und so, finde ich auch sehr schön, sehr direkt, sehr schnell, hat wieder so eher diesen Ego-Shooter-Touch, so dass man da einfach eine Menge Abwechslung bei Top-Grafik bekommt. Was mir aber zu dem Punkt mal einfallen würde, liebe Battlefield 3-Entwickler bei EA oder bei DICE, wieso kann ich nicht während den Matches aussteigen? Ja, wieso muss ich warten, bis eine Karte neu beginnt, bevor ich aus der Karte aussteigen kann? Ja, also da muss ich sagen, da wäre mal dringend Nachbessern erforderlich und vielleicht sich da mal noch ein bisschen was von Call of Duty annehmen, nämlich dass man, wenn man ein Spiel beendet, ja, erst wieder eine Minute warten muss, bis das nächste Spiel gestartet ist, ist ja eigentlich ziemlicher Stuss, oder? Ja, bisher 12 Minuten rumgerannt oder vielleicht 13. Ich habe diese Spawn-Stücke kurz rausgeschnitten und jetzt werden wir gleich sehen, dass ich einen Kill mache. Ja, also wirklich 13 Minuten reines Gameplay einmal auf den Fels gelegt und dann mache ich irgendwann auch einen Kill. Und dann kill ich auch noch jemanden, den ich kenne. Wirklich auch sehr, sehr geil. Hallo GeForce, schönen Gruß an der Stelle. So, ein Kill pro Video habe ich ja eigentlich meine Pflicht schon heute getan, würde ich mal sagen. Dann gehe ich mal weiter. Punkte, Basen und Stationen hier einnehmen. Jetzt werden wir gleich auch nochmal eine Szene sehen, wie ich versuche, mit der Javelin einen Panzer zur Strecke zu bringen. Hat aber auch wieder mal nicht so wirklich geklappt. So, hier sind wir angekommen. Leider schon eingenommen. Gab, glaube ich, keine Punkte mehr für mich. War ich ein bisschen zu spät. Aber was ist das? Panzer. So, feindlicher Panzer. Und jetzt? Da sind sie, glaube ich, schon ausgestiegen, oder? Ich schieße die Javelin ab. Also entweder war das Teil da schon im Arsch. Ja, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall habe ich gedacht, Mensch, ey, jetzt geil, oder? Mit der Javelin den Panzer erschossen und dann der Typ, der ausgestiegen ist, macht hier noch so einen Kill. Da fühle ich mich immer verarscht, ja. Also, da muss ich sagen, wenn bei Modern Warfare 3 der Heli angeflogen kommt und ich die Javelin ziehe, dann, ja, dann war es das mit dem Heli. Oder dann, na, der Panzer gibt es ja nicht. Aber immerhin ermöglichte mir dieser Tod gerade hier wieder, in den Heli neu einzusteigen und meine Flugkünste im Heli normal erneut zu testen oder auch in einem Video präsentieren zu können. Besser fliegen mit Sirius heute. Ja, und irgendwie, umso öfter ich mal in so einem Fahrzeug, in so einem Heli hier sitze und so, umso eher merke ich eigentlich, ey, damit könnte ich mich doch so ein bisschen anfreunden und so. Und wer weiß, ob nicht mal ein guter Vorsatz fürs Jahr. Das gesehen, kam ein Jet vorbei. Ob nicht mal ein guter Vorsatz fürs Jahr 2012 wäre, besser Heli fliegen lernen in Battlefield 3. So, und jetzt sehen wir schon, ich trudel irgendwie immer so ein bisschen rechts. Aussteigen? Nee, nix aussteigen. Cooler Pilot wie ich fängt natürlich die Maschine wieder ein. Also Heli fliegen finde ich schon gar nicht so einfach, ja. Also wenn man das Teil einmal so ein bisschen schräg liegen hat, dann ist es nicht so leicht, ja. Ich taumel ein bisschen und taumel nochmal ein bisschen. Und jetzt war aber so der Zeitpunkt gekommen,
aussteigen, Fallschirm raus und lieber mal sicher landen. Und jetzt war eine coole Sache. Ruhe. Habe ich das Teil nicht gerade abschmieren lassen? Da steht er, ja, einfach der Heli mit dem Autopilot wieder geparkt. War ein gutes Ding für mich, weil dann konnte ich einfach einsteigen und weiterfliegen. Da gab es ja neulich auch dieses geile Video, wo der Typ aus dem Jet aussteigt, mit, glaube ich, der RPG oder was weiß ich, irgendwie einen anderen Jet abknallt und wieder in den Jet einsteigt. Phänomenal. So, und jetzt hier zweiter Versuch. Ja, hat nicht sollen sein und im zweiten Anlauf habe ich es dann auch geschafft, wirklich den Heli zur Explosion zu bringen. So, ärgerlicherweise stand dann noch ein weiter Fußmarsch für mich auf dem Marschplan. So, und damit euch jetzt nicht zu langweilig wird und ich habe ja jetzt auch schon 15 Minuten lang eigentlich, ja, ziemlich viel Inhaltloses gelabert, würde ich mal sagen. Aber am 1. Januar nach einer schweren Silvesterparty geht das vielleicht okay. Auf jeden Fall habe ich euch die nächsten 10 einfach ein ganz klein bisschen zusammengeschnitten. Das waren jetzt vielleicht noch hier 3-4 Minuten Gameplay. Ich habe einfach die langen Laufwege und die lange Panzerfahrt hier mal rausgekartet, damit es ein bisschen zügiger zum Ende kommt. Und damit kommen wir dann jetzt auch so langsam, aber sicher am Ende meines heutigen Battlefield 3 Videos an, an dem ich wirklich zweimal Heli geflogen bin, Panzer gefahren bin und versucht habe, mit einer Javelin zu schießen. Wer weiß, was da 2012 noch alles auf uns zukommen wird. So, meine lieben Battlefield 3 Freunde, ich sag auf jeden Fall recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Sagt mir doch mal, was eure guten Vorsätze fürs Jahr 2012 sind und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video wieder. Also, bis zum nächsten Mal und haut rein!